Region. Wie gesagt, wir hatten ja auch in Berlin schon mal die Gelegenheit, da allerdings eher uns Bälle zuzuwerfen. Mal sehen, wie wir das heute auch tun. Ich will mal ein paar Punkte, so Unterschiede zu dem, wie es gerade läuft und wie wir meinen, dass man es machen sollte, ein paar Punkte deutlich machen. Ich glaube, viele Punkte der Analyse, da kann ich einfach sagen, das ist einfach so, so sind die Fakten, da müssen wir jetzt gar nicht drüber streiten. Ich glaube, es ist hilfreich, das jetzt ins Zentrum zu rücken. Der erste Punkt, wo ich das deutlich machen würde, ist die Bankenrettung. In Europa ist es so, dass zahlreiche Banken jetzt dadurch in Schwierigkeiten sind, dass es erneut, wie nach der Pleite von Lehman Brothers in 2008, so eine Unsicherheit gibt, wer hat eigentlich wie viele von diesen Staatsanleihen auf der Bilanz, wo möglicherweise eine Umschuldung droht, einen Forderungsverzicht in der Größenordnung, die man noch nicht kennt. Ja, bei Griechenland, vielleicht auch bei anderen Staaten ist ja auch jetzt Portugal schon in der Diskussion, ob da vielleicht sich das Szenario, was wir gerade in Griechenland haben, wiederholen könnte. Und aufgrund dieser Unsicherheit ist der Interbankenmarkt, von dem die Rede war, schon praktisch ausgetrocknet. Das heißt, die Banken leihen sich untereinander nicht mehr Geld und damit sind sie sehr stark von der Einlagenfinanzierung abhängig. Und das funktioniert in Deutschland, wo viele Einlagen eingezahlt werden bei den Banken. Aber es funktioniert nicht bei italienischen, spanischen, griechischen Banken, auch bei den französischen, teilweise portugiesischen, irischen Banken. Und so findet schon seit längerem eine Bankenrettung durch die Europäische Zentralbank statt, im Hintergrund, über die relativ wenig geredet wird, wo nämlich praktisch die jeweiligen nationalen Notenbanken, teilweise auch die EZB direkt, diesen Banken Liquidität geben und die Papiere, die im Gegenzug einreichen, nicht unbedingt sehr stabile Sicherheiten sind, sodass das Risiko sozialisiert wird auf den europäischen Steuerzahler und gleichzeitig Banken stabilisiert werden, die teilweise im Staatsbesitz sind, weil sie verstaatlicht wurden in Irland, teilweise privat. Und jetzt hat die Europäische Zentralbank nochmal eine große Schippe draufgelegt im Dezember, indem sie ein historisch einmaliges Programm aufgelegt hat. 1% Zinsen, 500 Milliarden insgesamt für, also 489 Milliarden für 3 Jahre. Das sind Konditionen, die hat es noch nie gegeben, dass Zentralbanken das bereitgestellt haben. Und es gibt einen ganz bestimmten Mechanismus, der dazu führt, dass jetzt italienische und spanische Banken teilweise davon auch Staatsanleihen gekauft haben, um die dann einreichen zu können, um an Liquidität zu kommen. Das führt dazu, dass bei Finanzierungskosten von etwa 1% bei der Europäischen Zentralbank, das kommt dann netto, sieht ein bisschen anders aus, und einem Festzins auf eine Staatsanleihe in Spanien oder Italien, die vielleicht 5 oder 6% ist, man natürlich eine relativ gute Rendite machen kann und auf diese Art und Weise eine Stabilisierung des Bankensektors stattfindet, eine Bankenrettung 2.0 sozusagen, wo wir aber weder wissen, wie genau die Größenordnung ist, wir wissen nicht, welche Banken genau davon profitieren. Und anders als bei der Bankenrettung 2008 gibt es auch keine Gehaltsdeckelung, keine Begrenzung von Boni oder irgendetwas, sodass diese Form der Privatisierung von Gewinnen und Sozialisierung von Risiken hier ohne Parlamentsbeschluss irgendwie stattfinden kann. Damit reagiert die EZB auf eine Negativspirale, die da ist. So eine Stabilisierung in irgendeiner Form ist notwendig. Wir Grünen haben aber einen anderen Weg vorgeschlagen. Wir haben gesagt, wenn Banken gerettet werden müssen, dann muss der Steuerzahler dafür eine Gegenleistung bekommen. Er muss dann auch Eigentum an diesen Banken bekommen. Denn sonst ist es ein ganz schiefer Verteilungseffekt, der da entsteht. Und wir müssen aufpassen, dass nicht auf der Grundlage der öffentlichen Geldgabe sich dann sozusagen Leute privat bereichern können. Und wir müssen dann auch die Kontrolle übernehmen und auch den Sektor transformieren. Unser Vorbild war da, wie das in den USA 2008 lief, erinnern Sie vielleicht noch, wo der Finanzminister die Chefs der Großbanken gleichzeitig eingeladen hat und sie gezwungen hat zu akzeptieren, dass sie vom Staat jetzt Geld nehmen müssen. Und damit aber auch die Verpflichtung, bei künftigen Gewinnen einen Teil davon an den Staat wieder abzugeben. Und das hat dazu geführt, dass bei der Rettung der privaten Banken der US-Steuerzahler mit einem Plus rausgekommen ist bisher. Und das wird der europäische Steuerzahler möglicherweise nicht, weil hier ein falscher Weg beschritten worden ist, wie gesagt, mit Verteilungswirkungen, die nicht akzeptabel sind und völlig intransparent. Ein zweiter Punkt, wo man eine unterschiedliche Linie zwischen dem, was gerade stattfindet und dem, was sinnvoll wäre, darstellen kann, ist das berühmte Thema der Eurobonds. So, jetzt haben die Grünen da die freudige Herausforderung, dass wir wissen aus Umfragen, dass 79% der Deutschen meinen, dass das keine gute Idee sei. Und wir aber meinen, dass es anders nicht gehen wird. Und wir haben da
relativ prominente Unterstützung, übrigens auch bei dem ersteren Vorschlag, den ich gerade diskutiert habe. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung rechnet sehr gut vor, dass bei Zinssätzen von 6 oder 7% für Staatsanleihen Länder wie Spanien oder Italien es praktisch nicht schaffen können, ihre Schulden selber zurückzuzahlen. Sie können es aber, wenn die Zinssätze niedriger sind. Denn Verschuldung ist nicht nur eine Frage des nominalen Schuldenstandes, sondern immer auch der Zinsen, die man bezahlen muss. Das weiß jeder von der Hausfinanzierung. Wenn nach Ende der Zinsbindungsfrist plötzlich die Zinsen wesentlich höher sind, dann ist mancher Haushalt schon in Schwierigkeiten geraten. Und es ist nicht deswegen, weil der Kredit höher geworden ist, sondern einfach, weil die Zinsen gestiegen sind. Und ab einer bestimmten Zinsenhöhe wäre jedes Land pleite. Und deswegen gibt es einen Sinn, dass die europäischen Länder sich gegenseitig helfen, dass sie überhaupt in der Lage sind, die Schulden selber zurückzuzahlen. Und es ist im deutschen Interesse, dafür zu sorgen, dass Italien dieses leisten kann. Denn wenn die das nicht können und Italien dann auch noch einen Rettungsschirm in Anspruch nimmt, dann wird es so richtig problematisch mit dem Rettungsmechanismus, weil wir dann wirklich sehr, sehr viel Geld auf den Tisch legen müssten. Und die Frage ist, ob die Finanzmärkte eine Garantie von Deutschland und Frankreich für diese Volumina, Luxemburg etc., noch akzeptieren würden. Und deswegen ist die Vorstellung, dass die Eurobonds eine Sozialisierung von Risiken sein müssen und eine schlechte Lösung, die teurer ist für den deutschen Steuerzahler, genau falsch herum. Es gibt ein großes Interesse, dass wir Italien nicht nur zwingen dazu, wie das jetzt der Fiskalpakt tut, Schulden zurückzuzahlen, sondern ihm auch die Möglichkeit geben, dass sie es schaffen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, und deswegen haben wir den Vorschlag des Sachverständigenrats unterstützt, der eben sagt, wir machen einen Altschuldenfonds, wo alle Schulden europäischer, also Eurozonen-Mitgliedstaaten reingestopft werden, die über den 60% der Maastricht-Regel sind. Auch Deutschland müsste da einiges reintun, denn wir sind ja auch nicht gerade dabei, die Maastricht-Kriterien einzuhalten, sondern haben einen Schuldenstand von etwa 80%, die Regel wären 60%. Jedes Land bleibt für seine Schulden zuständig. Dadurch, dass es aber einen gemeinsamen Topf gibt, der in der Zwischenzeit über die 20 Jahre, die man braucht, den abzuzahlen, sich über gemeinsame Anleihen finanziert, können alle Länder von einem mäßigen Zinsniveau profitieren und bleiben dadurch geschützt vor den Unbillen der Finanzmärkten, die sie vielleicht in eine Situation treiben, wo sie die Schulden nicht mehr zurückzahlen können. Ich glaube, dass an dieser Stelle deutlich wird, dass Europa nur gemeinsam aus dieser Krise kommt und nicht, wenn man jedes Land einzeln kämpfen lässt. Und die Tatsache, wie es jetzt gerade in Griechenland läuft, wie es in Portugal läuft, zeigt das sehr gut. Der dritte Punkt ist, wir haben jetzt gerade den 15. Krisengipfel erlebt. Und ich stelle an dieser Stelle ganz gerne die Frage, wie hätte eigentlich die deutsche Einheit organisiert werden können, wenn wir als zentralen Mechanismus Konferenzen der westdeutschen Ministerpräsidenten gehabt hätten, die bei jedem einzelnen Schritt, bei der Frage, ob man Flüchtlinge aus der Prager Botschaft annimmt oder nicht, ob man mit Ungarn irgendwie eine Rückführung der Flüchtlinge organisiert, wer mitfahren darf zu Gorbatschow, um über den Abzug russischer Truppen zu verhandeln, jeweils Verteilungskonflikte zwischen 11 Ministerpräsidenten hätte organisieren müssen. Das wäre nicht gegangen. Aber in Europa meinen wir, eine wichtige Finanzkrise so organisieren zu können, dass in einer Serie von Krisengipfeln, wo auf jedem einzelnen Krisengipfel ein Verteilungskampf stattfindet, wer die Lasten wie verteilt bekommt und welcher Bankensektor in Zukunft bessere Chancen hat auf den Finanzmärkten und welche Fondsindustrie, die in Luxemburg oder die in London, besser drankommt. Diese Verteilungskonflikte finden auf jedem Gipfeltreffen statt. Und es muss schiefgehen, auf diese Art und Weise so eine Krise zu managen. Und deswegen ist der Ansatz des Intergouvernementalen, den Merkel wählt, man nennt das System Merkel, an sich schon ein großes Problem in dieser Krise. Und es hat dazu noch eine wichtige Nebenwirkung, nämlich, dass zum einen die nationalen Parlamente Kompetenzen verlieren, weil es de facto fertig verhandelt ist auf europäischer Ebene, sodass du als Bundestag Ja sagen kannst oder Ja. Denn wenn du Nein sagst, geht das ganze Krisenmanagement und die ganzen Verteilungskonflikte nochmal von vorne los und besser wird es dann wahrscheinlich auch nicht. Und aber im Europäischen Parlament diese Kompetenzen, die wir abgegeben haben, nie ankommen, sondern de facto in einem von parlamentarischer Kontrolle freien Raum diese Krise gemanagt wird. Und wenn es um so viele Milliarden geht,
Da weiß ich aber, dass man genau hingucken muss als Parlamentarier. Und wir können das aber an vielen Stellen nicht. Könnte ich viele Beispiele aus der ersten Bankenrettung nennen, wo man daher besser hätte nochmal genauer hinschauen sollen. Ich will noch kurz eingehen auf das zentrale Stichwort von uns Grünen in dieser Krise, das ist der Green New Deal. So, haben wir eine lange Diskussion gehabt, warum wir da einen englischen Begriff nehmen. Das hat damit zu tun, dass wir ein Vorbild nehmen aus der letzten Weltwirtschaftskrise, nämlich aus der in den 30er Jahren und dort das Programm in den USA mit dem New Deal eben ein gutes Vorbild war, weil es gibt eben glücklicherweise nicht viele Vorbilder in all diesen Krisen von wirklich globalen Krisen und das ist eben die zweite Weltwirtschaftskrise, die wir haben. Und was man dort sehen kann, ist, dass damals drei Faktoren zusammengespielt haben, in relativ kurzer Zeit die US-Wirtschaft von Grund auf neu aufgestellt worden ist. Das erste ist der Punkt Finanzmarktregulierung. Das zweite, also um den Finanzmarkt wieder in eine Dienstleistungsfunktion für die reale Wirtschaft zu zwingen. Das zweite ist der Punkt Investitionen in öffentliche Güter, genau an den Stellen, wo eine Schwachstelle der US-Wirtschaft damals war. Und das dritte ist ein neuer sozialer Ausgleich mit einer Korrektur der Verteilungsverhältnisse, wie man es für die USA in unserem Standardbild von USA sich gar nicht so ausdenkt. Aber damals sind Mindestlöhne eingeführt worden, Streikrechte, Höchstarbeitszeiten, Verbot von Kinderarbeit. Es sind die Steuersätze massiv angehoben worden auf Vermögen und hohe Einkommen, um wieder eine Auseinanderentwicklung der Schere zwischen Arm und Reich zu korrigieren. So, und das ist Vorbild für die Antwort auf die jetzige Krise. Wir brauchen eine Neuregulierung der Finanzmärkte, weil sich da etwas verselbstständigt hat. Und weil hier Risiken aufgebaut werden, zulasten auch des Steuerzahlers, die uns jetzt auf die Füße fallen. Ich will es an zwei Beispielen deutlich machen. Das eine ist, ja, bei dem Markt für Kreditversicherungen, Credit Default Swaps, da sind die Sachen, die jetzt dann jemand kriegt, wenn in Griechenland die Anleihe ausfällt. Oder vielleicht auch nicht. Eine so hohe Intransparenz, dass die Aufsichtsbehörden selber nicht wissen, welche Bank wen wie abgesichert hat, sodass wir nicht wissen, wer vielleicht kippt, wenn in Griechenland eine Umschuldung erfolgen würde oder eine ungeordnete Insolvenz. Das ist natürlich gefährlich, wenn man überhaupt keinen Überblick mehr hat, was in den Märkten passiert, welche Kettenreaktionen entstehen könnten. Und wir stellen da bis heute fest, dass sich an der Intransparenz, die wir 2008 beklagt haben, noch nicht systematisch etwas geändert hat. Zweitens ein Punkt, den ich mit Großbankenproblemen bezeichnen will auf Deutsch oder too big to fail auf Englisch. Wir haben es immer noch damit zu tun, dass wir große, teilweise noch größer gewordene Banken haben, deren Schieflage für unsere Wirtschaft ein Problem wäre. Und wo eigentlich der Steuerzahler durch eine kostenlose Versicherung diesen Banken ermöglicht, zusätzliche Risiken einzugehen. Was meine ich damit? Eine Bank wie die Deutsche Bank ist so groß, dass es für die deutsche Volkswirtschaft schwierig wäre, eine Pleite dieser Bank zu verdauen. Das führt dazu, dass sie eine implizite Versicherung hat. Jeder im Markt weiß, die Deutsche Bank wird man nicht fallen lassen. Und das ist wie eine kostenlose Versicherung. Es führt dazu, dass diese Bank geringere Finanzierungskosten hat als eine kleine Bank, was die Bank dann auch weiter wechseln lässt und natürlich auch ökonomische und politische Macht erzeugt. Die Bank of England hat die Vorteile, die 28 größten Banken weltweit durch diese kostenlose staatliche Versicherung durch Bürgerinnen und Bürger haben, mal geschätzt, auf 280 Milliarden Dollar jährlich. Für die Deutsche Bank soll man vielleicht auf eine Größenordnung von 10 und 20 Milliarden Euro Refinanzierungsvorteil jährlich kommen. Das ist der Wert der Versicherung, die Sie alle kostenlos der Deutschen Bank bereitstellen, das aber wahrscheinlich bisher nicht gewusst haben. Und das ist ein Teil dessen, wo unsere Finanzmarktregulierung auch zu einer Privatisierung von Gewinnen und Sozialisierung von Verlusten führt und wo Risiken dadurch entstehen. Denn durch diese kostenlose Versicherung kann eine große Bank riskantere Geschäfte eingehen, weil ihre Partner wissen, egal wo riskant es ist, im Zweifelsfall fängt der Staat es ja auf. Der zweite Baustein, Investitionen. Wenn man sich anguckt, was damals in den USA gemacht worden ist, da sind zum Beispiel tausende Kilometer Straßen gebaut worden. Eine tolle Sache, oder? Waren Grüne doch schon immer dafür? Nein, der Punkt ist, damals war der Schwachpunkt die öffentliche Infrastruktur in den USA. Heute ist der Schwachpunkt unserer Wirtschaft die mangelnde Nachhaltigkeit. Und deswegen ist die entscheidende Frage, dass wir heute diese Krise nutzen, wenn investiert wird, in Voraussetzungen, um eine nachhaltige Wirtschaftsweise zu bekommen. Und das ist deswegen notwendig, weil in so einer Krise immer die Gefahr ist, dass die Wirtschaft auch abschmiert. Und, sieht man jetzt in Griechenland, Portugal, Irland sehr schön, dann, also sehr schön,
problematische Art und Weise. Wenn die Wirtschaftsleistung runtergeht, steigt die Schuldenquote. Denn das Problem ist ja immer die Schuldenquote. Und so viel Mathematik muss sein, Schuldenquote hat einen Zähler und einen Nenner. Und der Zähler ist der Schuldenstand, aber der Nenner ist die Wirtschaftsleistung. Und wenn die Wirtschaftsleistung einbricht, dann steigt die Schuldenquote und dann wird es eine Sisyphusarbeit, die Schuldenquote zu stabilisieren. Deswegen ist ein Investitionsprogramm richtig. Wichtig allerdings auch, wie es ausgestaltet wird, dass es wirklich nachhaltige, langfristig sinnvolle Investitionen sind. Und der dritte Säule des Green New Deal, das ist etwas, da hört man relativ wenig davon. Aber jede Finanzkrise ist im Kern immer eine Schuldenkrise, ein Aufbau von Schulden, der zur Wirtschaftsleistung nicht mehr im Verhältnis steht. Aber weil jeder Schuldentitel von einem immer der Vermögenstitel eines anderen ist, ist jede Finanzkrise auch eine Vermögenskrise. Davon redet man aber nicht so häufig. Aber logisch. Das Bundesschatzbriefchen, was jemand dem Herrn Schäuble abkauft, ist von dem Herrn Schäuble eine Schuld, sonst für den, der es gekauft hat, ein Vermögenstitel. Und der Kredit für das Häusle ist bei dem Schuldner eine Schuldenposition und bei der Bank wird es auf der Seite verbucht, wo sie ihre Assets, ihre Vermögensanlagen bucht. Und deswegen, wenn wir beklagen, wenn wir von Schuldenkrise reden, wenn wir beklagen, dass es zu viel Schulden gibt, müssen wir eigentlich auch beklagen, dass es zu viel Vermögen gibt. Ist das gaga? Nein. Jede Finanzkrise ist ja dadurch gekennzeichnet, dass die Werte, die bestimmten Vermögenswerten zugeschrieben werden, nicht durch reale Werte gedeckt sind und deswegen es zu einem harten Preissturz kommt. Immobilienmarkt Irland, Subprime-Wertpapiere in den USA, Immobilienmarkt Spanien, drastische Preisverfälle von 30-40%. So, und wenn es richtig ist, dass wir eine Vermögens- und eine Schuldenkrise haben, dann haben wir auch eine Verteilungskrise, weil meistens haben nicht dieselben Leute die Schulden und das Vermögen. Und wir können das empirisch ganz gut sehen, dass es da einen Zusammenhang gibt, will ich jetzt nicht ins Detail eingehen, können wir nachher in der Diskussion nochmal vertiefen. Es ist deswegen kein Zufall, dass es einen neuen sozialen Ausgleich brauchte in den USA damals und es braucht ihn genauso heute. Und deswegen müssen wir bei der Krisenpolitik jetzt immer auch schauen, dass wir die Maßnahmen, die wir vorschlagen, im Blick einer Korrektur der Verteilungsverhältnisse gestalten. Und das heißt eben, dass bei der Sanierung der Staatshaushalte in ganz Europa man jetzt auch mal schauen muss, dass wir eine Fehlentwicklung korrigieren, dass gerade die Reichsten und Vermögensten sehr wenig beitragen. Schätzungen sagen, dass griechisches Vermögen im Wert von 280 Milliarden Euro in der Schweiz liegt. Dann kann ein Staat auch nicht seinen Haushalt so einfach sanieren. Und deswegen braucht es auch eine gemeinsame Aktivität der europäischen Staaten, um Steuerflucht zu verhindern und zu verhindern, dass große Unternehmen sich arm rechnen können in Europa, und brauchen wir entsprechende Kompetenzen Europas dagegen zu steuern. Da muss ich doch noch ganz kurz die grüne Vermögensabgabe benennen. Als Stichwort, unser Vorschlag in Deutschland ist, die Schulden, die in der Finanzkrise angehäuft wurden für den deutschen Staatshaushalt, die auch bei uns zu einem Anstieg der Schuldenquote geführt haben, aus diesem Grunde eben durch eine einmalige Abgabe auf große Vermögen, also private Nettovermögen von über 1 Million Euro pro Person abzutragen, und haben damit als einzige Partei auch einen Vorschlag in Deutschland, wirklich den Schuldenstand mal zu reduzieren und nicht nur weniger neue Schulden zu machen. So viel in aller Kürze zu der grünen Position, und da freue ich mich auf die Diskussion. Danke.